Sport ist manchmal echt verrückt. Vor rund einem Jahr noch traf sich das Team der Eispiraten Grimmitschau gemeinsam mit Fans und Sponsoren im Hotel Merane, um den Klassenerhalt in der DEL 2 zu feiern. Großes Bangen und Hoffen war damals angesagt. Am Ende konnte man bei den Eispiraten aufatmen. Am vergangenen Donnerstag hingegen traf man sich zur Saisonabschlussfeier im Kultur- und Kongresszentrum Gera, um die erfolgreichste Saison der Clubgeschichte gebührend zu feiern. Die Eispiraten Grimmitschau haben die DEL2-Saison 2023/24 nach der Hauptrunde auf Platz 3 beendet. Damit ging es für die Westsachsen weiter ins Viertelfinale der Playoffs. Souverän setzten sie sich dann auch gegen die Krefeld-Pinguine durch und bezwangen diese schlussendlich nach dem 7. Spiel der Serie. Halbfinalgegner waren dann die Eisbären Regensburg, welchen man sich nach Spiel 6 jedoch mit erhobenem Hauptes geschlagen geben musste. Auch wenn es die Eispiraten gern noch eine Etappe weiter geschafft hätten, herrschte nach dem Ausscheiden Stolz und Freude über das Erreichte. Ja, wir sind sehr stolz auf das Team, auf den Standort für das Erreichte. Wir haben wirklich sehr viel daran gearbeitet, in den Sommermonaten das Team neu aufzubauen. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen mit Platz 3 in der 2. Liga, gerade für das kleine gallische Dorf. Ein Riesenereignis und ja, wir sind sehr froh und stolz, dass wir das erreicht haben. Wir sind froh von unserer Saison, was wir dieses Jahr erreicht haben, alle zusammen. Wir haben eine sehr gute Truppe. Super Stimmung unten und ich denke auch in der Eishalle bei uns zu Hause, mit unseren Fans. Das war immer richtig laut. Die Fans waren immer dabei, egal ob es gut oder schlechter waren. Und wir sind sehr froh und stolz von dieses Jahr. Kurzerhand organisierte der Verein eine Location für die große Abschlussfeier, in welcher sowohl die Sponsoren, aber auch alle Wegbegleiter und Fans Platz fanden. Hier bot sich das Kultur- und Kongresszentrum Gera bestens an. Den Auftakt der Veranstaltung bildete traditionell der Fanfarenzug Grimmitschau. Die Moderation des Abends oblag Eispiraten-Pressesprecher Aaron Fries gemeinsam mit dem Fanbeauftragten Norman Pilling. In gewohnt charmanter und lockerer Art wurden die Anwesenden dann begrüßt und man hielt noch einmal ausgiebig Rückschau auf die abgelaufene Saison. Mittels eines filmischen Zusammenschnitts wurden dann noch einmal viele emotionale Momente aus der Saison gezeigt. Aaron Fries ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, einige lustige Szenen aus der Saison in Form von Outtakes zusammenzuschneiden und damit die Lachmuskeln der Spieler und Gäste ordentlich zu strapazieren. Achtung, eine Durchsage. Ole Ole, Christian Schneider, bitte zur Autogrammstunde kommen. Danke. Als dann Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann die Bühne betrat, war ihm zweifellos die Freude über das Erreichte anzumerken. Ausführlich blickte er auf die Saison zurück und zeigte sich ausgesprochen stolz. Ganz besonders betonte er, dass es nicht zuletzt dank dem Zutun vieler Sponsoren und Unterstützer gelungen ist, ein schlagfertiges Team aufzustellen, welches schlussendlich auch noch überaus erfolgreich war. Also der Standort, glaube ich, ist schon seit Jahren ein Garant dafür, für Zusammenhalt und gerade die Sponsoren sind immer die Basis für Grimmitschau. Wir haben weit über 200 Partner, die uns unterstützen. Letztes Jahr natürlich Premiere mit Autarkstrom als neuer Hauptsponsor, als großes Zwickauer Unternehmen. Gleich die erste Saison erfolgreich und da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir diesen Sport letztendlich für die Sponsoren bieten konnten und natürlich auch für die Fans. Die Fans sind immer ein Rückhalt für den Standort. Wir haben jetzt weit über 4.000 Zuschauer zu jedem Spiel gehabt. Die Endrunde war einfach fantastisch. Es waren riesen Emotionen dabei und wie gesagt, ich glaube, der Standort ist froh drüber, über die lange Leidenszeit, die wir durchlebt haben und können einfach neue Wege gehen. Musikalisch umrahmt wurde die große Abschlussveranstaltung von Mr. Rod, welcher mit seinen Songs von Rod Stewart ebenfalls für Gänsehautmomente sorgte. Silence.
Nicht fehlen durften natürlich auch wieder die Jüngsten von Step by Step, die mit kleinen Tanzeinlagen begeisterten. Aaron Fries und Norman Pilling ließen es sich natürlich nicht nehmen, auch die Gesellschafter des Vereins zu Wort kommen zu lassen und nach deren Emotionen und Gefühlen bezüglich der erfolgreichen Saison zu fragen. Als dann der bisherige Hauptsponsor der Eispiraten Krimmetschau, Frank Fischer, mit seinem Unternehmen Autarkstrom die Bühne betrat, wurde es ruhig im Publikum. Alle warteten gespannt auf eine ganz bestimmte Aussage. Wie sieht denn jetzt die Zukunft mit den Eispiraten aus? Geht's weiter als Hauptsponsor? Um es kurz zu machen, ja. Wir haben gestern unseren Sponsorenvertrag für die neue Spielzeit. Für Frank Fischer hat es sich also gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also da meine ich zunächst erstmal den Sport. Die Eispiraten im letzten Jahr gerade so in der Liga geblieben. Man hat sich dann konsolidiert, hat sich neu aufgestellt und das Ergebnis haben wir dieses Jahr gesehen, atemberaubend. Das ganze Umfeld, die ganze Stadt, die ganze Region, die hat natürlich dort einen wahnsinnigen Aufschwung genommen. Die Fans hinter dem Verein, über 100.000 Zuschauer im altehrwürdigen Sahnberg, wunderbar. Zu guter Letzt wurde dann nochmal das gesamte Team der Eispiraten auf die Bühne gerufen und die Jungs wurden noch einmal gebührend beklatscht und bejubelt. Auch erste personelle Entscheidungen konnten verkündet werden. So konnte man bereits Verträge mit Dominik Walsh und Ole Olle für die kommende Saison unterschreiben. Nicht mehr an Bord sein wird hingegen Willi Rudert, der seine Profikarriere beendet und sich zukünftig dem Familienunternehmen anschließen wird. Mittlerweile konnten weitere Verlängerungen bekannt gegeben werden. So haben unter anderem Tobias Lindberg und Colin Smith für die kommende Saison unterschrieben. Den Verein verlassen wird hingegen Max Bellinson. Nun steht für die Eispiraten Krimmetschau erst einmal eine wohlverdiente Pause an. Ja, die Jungs werden jetzt erstmal nach Hause fliegen. Die sind froh, auch mal ihre Familien begrüßen zu dürfen und einfach mal ein, zwei Wochen ihre Wunden zu lecken, sagen wir immer. Letztendlich, die Runde war sehr anstrengend. Wir haben alle zwei Tage gespielt. Das ist ein Ausnahmezustand für die Leistungssportler. Und dann werden wir schon in die Lizenz gehen. Also das heißt, im Mai-Monat müssen alle Sponsoring-Verträge gezeichnet sein. Wir müssen schon wieder schauen, dass wir das Budget für die Mannschaft gedeckt haben. Und dann im Anfang August reisen schon wieder alle an und dann geht es von vorn wieder los. Ja klar, zuerst jetzt wird Pause für den Sommer. Mal schauen, wer in Krimmetschau bleibt, wer geht. Aber wäre schön, wieder alle Spiele wieder zu haben für den nächstes Jahr. Die Stimmung war super, wie gesagt. Ja. Ich sehe mal definitiv wieder. Ja, denke ich. Dann alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Am Ende gab es noch das obligatorische Teamfoto und so ging eine sehr emotionale und spannende Abschlussfeier und damit Saison am vergangenen Donnerstag zu Ende. Erfolg.